Darf er schon Tee? Darf Tee, ja. Okay, hier, da. Basaha! Man muss das so, das muss aus dem Lachen raus. Basaha! So. I'm singing in the rain. What a glorious feeling. I'm happy. Oh, wir drehen. Herzlich willkommen in Düsseldorf, dem Casablanca Nordrhein-Westfalens. Zumindest ist es das für die knapp 4600 Marokkaner, die hier seit den 70er Jahren in Düsseldorf leben. You must remember this. A kiss is just a kiss. A sigh is just a sigh. Fundamental things apply as time goes by. Ich sehe dir in die Augen, Kleines. Und Sie haben ja auch so schöne Augen. Oh, moi. Lieblingsgag. Grüß dich. Marokkanische Begrüßung, viermal Küsschen. Mit Schmatzen. Ach so, aber. Nee, ohne Zunge. Ich mag Marokko jetzt schon. Schön, oder? Ja, herzlich willkommen in Marokko. Ist das dein erstes Mal? Das ist mein erstes Mal und auch mein erstes Mal in Marokko, ja. Okay. Du gehst ganz schön zur Sache, die haben, aber das gefällt mir gut. Ja, so sind wir marokkanischen Frauen. Ich zeige dir jetzt mal unseren größten Schatz, ja? Unser marokkanisches Gold. Das bist du. Nicht wirklich. Nein? Das Gold gibt's in Flaschen. Ready? Ah, aber Alkohol kann ja keiner drin sein. Nee, Alkohol ist keiner, trinken wir nicht. Schade. Yeah. Hallo. Hallo, guten Tag. Hallo. Hallo, grüße Sie. Das ist Pierre. Pierre, hallo. Hallo, Seel, mein Name. Und jetzt sind wir hier bei dem flüssigen Gold, von dem ich dir erzählt habe. Das beim ist Arganöl. Ah ja, okay. Und was ist das für ein Öl? Ein spezielles Öl? Es ist das flüssige Gold aus Marokko. Ja. Ja. Hat den höchsten Anteil an Vitamin E und Omega-3-Fettsäure. Auf die Gesundheit. Mhm. Genau. Und? Ist köstlich. Es ist wirklich köstlich. Was ist der kleine Gaumen? Ist ein bisschen wie Haselnuss, ne? Ein bisschen wie Nuss. 30 Kilo mit Schale ergeben gerade mal 4 Kilo, die ich dann natürlich hier rüste. Ja. Mit der Handpresse bekomme ich 1 Liter. Oh, das ist aber sehr aufwendig. Hat den höchsten Anteil an sehr. Es ist mühsam. Also das pressen Sie nicht hier in Düsseldorf? Nein, das wird nur in Marokko hergestellt. Das heißt also, so eine Flasche Arganöl ist wahrscheinlich auch jetzt nicht für 2,50 Euro im Lidl zu haben, oder? Nein. Nee, was kostet das dann so ein wirklich Liter? Also zwischen 80 und 120 Euro ein Liter. Früher hat man ja mit den Ziegen geerntet. Mit Ziegen? Ja. Die Ziegen klettern auf die Bäume, fressen das Frucht mit Schale. Ja. Grün. Oh, ich ahne Böses. Und dann wird dann so ausgeschieden. Nein. Sind die auch so hergestellt, diese Nuss, die ich die ganze Zeit in der Hand hatte? Nein, also seit ein paar Jahren machen wir jetzt nichts mehr. Ja, habt ihr das zu Hause immer? Haben wir zu Hause und ich mache es auch tatsächlich in meine Haare rein. Nach dem Waschen. Nein. Ich immer, guck mal, was ich mir leisten kann für meine Haare. Wirklich? Machst du wirklich? Tatsächlich. Immer so ein bisschen, so ein kleiner Tropfen, so ungefähr, wie wir auf dem Löffel hatten. Und dann massiere ich mir das ein. Ja, das ist besser als jede Spülung oder irgendwie jedes Pflegemittel. Das heißt, du bist sehr, sehr reich, ne? Sehr reich. Wie alle Marokkaner. Ja. Ja, Sie sind bestimmt auch ganz reich, ne? Ja, auf jeden Fall. Das Wichtigste in Marokko ist erstens, dass man gut essen kann. Ja, das kann ich. Und zweitens, dass man gut handeln kann. Oh. Ja. Wie ja, jetzt sagst du, was möchtest du haben? Eine Flasche oder so? Was? Eine Flasche Arganöl. Ja, dann fragst du jetzt erstmal, wie teuer eine Flasche Arganöl ist. Sagen Sie mal, wie teuer ist denn so eine Flasche Arganöl eigentlich? Das fängt ja natürlich mit 100 Milliliter. Ja, das ist schon mal gut. 12,50. Du musst jetzt die Hälfte runtergehen. Erstmal. Ah, okay. Dann gibt es für 25. 6, 7. Ich gebe Ihnen so knapp 6 bis 7 Euro. Für eine Flasche. Für eine Flasche, ja. Ist das gut? Ja, das geht nicht. Dann fragst du jetzt, wie er dir entgegenkommt. Okay, wie kommen Sie mir entgegen? Was ist denn Ihr Preis? Also nicht für Sie jetzt, sondern für das Öl immer noch, ne? Ja. Nicht, dass es in eine falsche Richtung nein, geht nein, jetzt. Nein, nein. Ich weiß ja nicht, was das Öl alles kann. Es ist auch sehr aufwendig in der Herstellung. Ja? Also ich brauche hier 10 Stunden, jetzt musst um einen Liter. Dass du 6 Kinder hast. Ist sehr gut. Ich habe 6 Kinder und da habe ich auch 10 Stunden für gebraucht. Verdammt. Ich habe 7. Ich habe 6, aber eins davon ist sehr, sehr fett. Das zählt für 2. Oh, dann muss er natürlich jeden Tag einen Teelöffel trinken. Ja, das ist gut. Fetten Kindern gibt man gerne mal ein bisschen Öl. Das kann der arme Kerl sich ja nicht leisten. Zum Abnehmen ist ja auch sehr gut.
gut. 12 okay. Euro ist in Ordnung. 12 Euro, ich hätte 50 Cent gespart. Guck mal, das ist so typisch deutsch. Jetzt sagst du direkt, ach, das ist ein super Deal. Ja, er denkt sich nachher zu Hause. Ich massiere dir das dann später in die Haare ein. Mhm, bitte, aber nur in die Haare. Ja. Ist keine Konservierungsstoff, das passt für alles, wirklich. Also das kann man. Nee, ist schon okay, wir bleiben. Aber es passt doch gar nicht. Wirklich, als Haarpflege und Körperpflege. Sehr gut für die Haut. Und für Salat. Danke. Ich danke Ihnen vielmals. Tschüss. Schöne Zeit. Sehan zeigt mir die Ellerstraße. Hier spielt sich das marokkanische Leben Düsseldorfs ab. Eins von zahlreichen Geschäften ist Kaftan Fes. Hier gibt es traditionell marokkanische Kleidung. Vielleicht finde ich ja was Hübsches. Das sind jetzt so traditionelle marokkanische Gewänder. Aha. Wenn ich jetzt eingeladen bin zu einer marokkanischen Hochzeit, gehe ich, auch wenn die in Deutschland stattfindet oder hier in Düsseldorf, gehe ich natürlich jetzt nicht in dem Dress hier hin, ja, sondern gucke dann zu Hause bei Mutti, die hat ungefähr, ich glaube, meine Mutter hat an die 40 davon, suche mir eins aus und ziehe es dann an. Ja. Aber das ist nicht das Hochzeitskleid selber, sondern das Hochzeitsgastkleid. Ja, quasi. Genau. Also die Braut, die hat natürlich die viel, viel aufwendigeren. Und bei der Hochzeit zieht die sich so an die 6-mal um. Aber jeder Gast, jede Frau... Die zieht die 6-mal um bei der Hochzeit? Ja, es gibt aber auch verdammt viele Essensgänge. Ist das hier auch atmungsaktiv, Gore-Tex? Kann man damit auch mal in den Regen kommen oder so? Nee, solltest du besser nicht. Jetzt hier oben ist es natürlich weit aufgeknöpft, ne? Ja, das ist schon aber fast sexy, ne? Nee, darunter hast du ja dann immer auch noch ein zweites Gewand. Also du zeigst kein Bein. Du zeigst höchstens Knöchel, aber kein Bein. Du trägst dazu, aber obwohl das jetzt irgendwie so ordentlich verschnörkelt ist, auch noch richtig krass Schmuck. Aber es ist komplett geschlossen. Ist es denn bequem? Super bequem. Ja? Ganz ehrlich, wenn du 6 Gänge isst, ne, das ist ja auch eher weiter geschnitten, ja, ja, dein Bauch bläht sich irgendwann so auf und man sieht es darunter nicht. Also jede Frau hat darunter eine Topfigur. Ich finde, wenn wir schon so eine wahnsinnsattraktive Person mit so einem filigranen, zarten Körper in der Show haben, dann sollten wir so ein Ding auch mal anziehen, oder? Ja, absolut. Und, bist du soweit? Ja, ich bin fertig. Okay. Wow, look at Na? You. Da fehlt jetzt eigentlich noch den Gürtel. Den kann ich dir noch mal kurz drum halten, damit du eigentlich weißt... Das musst du näher ran. Wie das normalerweise aussieht, ne? Damit die Taille schön betont ist. Jetzt gut, obenrum fehlt ein bisschen was bei dir. Das gleiche ich mit untenrum aus. Aber den Gürtel brauchst du jetzt erstmal nicht. Aber steht das ist gut. Gemütlich auch, ne? Es ist leicht, luftig und so. Ja. Das ist aber schon ein Männerkleid jetzt, ne? Nein, es ist für Frauen. Na, einigen wir uns auf Unisex. Aber es sieht gut aus. Vielleicht nehme ich dich mal so zu einer marokkanischen Hochzeit mit. Ehrlich? Nee. Das ist wenigstens ehrlich. So, weiter geht's. Komm. Bei unserer nächsten Station kann man entspannen, durchatmen und mal so richtig Dampf ablassen. Eine reine Wohlfühloase. Wir sind jetzt in einer Shisha-Bar. Da wird Wasserpfeife geraucht, siehst du ja schon. Wir kriegen gleich auch eine. Also nur nach dem Essen, also Après-Shisha oder auch schon vorher? Oder? Whenever you want Shisha. Bin ich uncool, wenn ich sage, ich habe in meinem ganzen Leben noch nie Wasserpfeife, es ist Wasserpfeife, ne? Wasserpfeife geraucht? Nee, bist nicht uncool. Vor allem in Marokko habe ich jetzt erst mitgekriegt, dass so in den letzten Jahren der Trend kam zur Wasserpfeife. Mhm. Und da auch überall so kleine Läden auftauchen. Ich muss zugeben, ich werde heute ausnahmsweise drauf verzichten. Ja. Ja. Sonst großer Shisha-Fan. Ich lass dir, sonst riesen Shisha-Fan. Ich lass dir den Genuss. Macht das auch was ein bisschen? Also macht lustig dann auch? Na, lustig vielleicht nur, die Laune wird gestärkt, weil man in netter Gesellschaft sitzt. Das muss ich einfach nur ziehen? Genau. Oh, lecker. Ist ein bisschen, als wäre ganz tragisch das Haus von einer Familie Gummibärchen abgebrannt. Was ist denn das für ein Geschmack? Das ist Apfelminze. Und ist da Tabak drin? Da sind Steine oben drin, ganz normal. Die werden halt durch die Steine erhitzt. Und dadurch entsteht halt dann der Dampf, der dann halt einen fruchtigen Geschmack abgibt. Guck mal, das wird schon besser. Naja, fast. Wie lange raucht er denn jetzt daran? Also meistens, also, hält auf jeden Fall eine Stunde. Wow. Ja. Wir haben nicht so viel Zeit, ich mach ein bisschen schneller. Ja. Und, wie gefällt dir Marokko bisher? Ach, total gut, es ist gemütlich. So. Du sitzt übrigens auf was total traditionell. Auf meinem Arsch. Auf einem Rimtarbat. Das ist ein Möbelstück ohne Vokale. Nein, doch, ein Rimtarbat, das ist quasi so ein traditionell marokkanisches Sofa. Das ist sowas hier. Wie ist denn eigentlich deine Geschichte? Du bist in Duisburg geboren, ne? Genau. Wohnst in Düsseldorf tatsächlich jetzt? Ja. Deine Eltern sind beide aus Marokko. Beide aus Marokko. Und du hast einen wunderschönen Nachnamen.
El Maimouni. Genau, und dieser Nachname ist ein total typischer marokkanischer Nachname. Total typisch. Ja. Er ist so typisch, dass sich den ein deutscher Beamter ausgedacht hat. Es gab keine Geburtsurkunde. Es gab im Prinzip auch in den Dörfern, mein Vater kommt auch aus einem kleinen Dorf, es gibt da keine Nachnamen. Da heißt du jetzt, wie heißt dein Vater? Piet. Piet, dann hieß du Pierre Piet. Also nach dem Motto Pierre, der Sohn von Piet. Ah, okay. Und das hat mein Vater dann auch dem Typen in der Behörde hier in Deutschland versucht weiszumachen, dass er Mimoun, der Sohn des Missaut, heißt. Und dann hat der Typ gesagt, ja, ist klar, nee, geht nicht. Sie heißen ab jetzt El Maimouni. El Maimouni, schön. Fast so schön wie Krause. Aber nur fast. Und woran merkst du denn noch so das Marokkanische in dir? Also gibt es so ein paar, na, vielleicht auch klischeebelastete Charakterzüge, die du schon auch noch hast? Ich bin mega schnell, mega temperamentvoll. Also ich schreie richtig gut rum. Ja? Ja. Und bin eine große Diva. Und ich bin extremer, doch tatsächlich, und ich bin extremer Familienmensch. Ansonsten bin ich eine der schlechtesten Marokkanerinnen ever. Wasserpfeife, nicht so mein Fall. Datteln, nicht so mein Fall. Pfefferminztee, nicht so mein Fall. Datteln im Sinne von der Frucht und nicht Computerspiele, sondern, ja? Ja, okay, genau. Ich glaube, ich muss mal, ist auch gut für die Verdauung, merke ich gerade. Okay, das ist dann der Augenblick, in dem ich mich von dir verabschiede. Ja? Mhm. Mit der Verdauung, das klärst du alleine. Es hat mir so viel Spaß gemacht. Komm, wir machen noch mal Couscous. Couscous! Diese Tradition gefällt mir besonders gut. So, dann sehen wir uns bald wieder in Marokko, ne? Ja, sehr gerne. Ich bleib noch hier und rauch das Ding zu Ende, ja? Bitte, viel Spaß! Danke, Siham. Tschüss! Übrigens, fast die Hälfte des weltweit verfügbaren Haschischs soll in Marokko hergestellt werden. Seltsam, ich habe plötzlich so einen riesigen Kohldampf. Viele Marokkaner kamen wegen unserer Kohle nach Deutschland, also wegen der Steinkohle. Die ersten 1800 Gastarbeiter wurden über ein Anwerbeabkommen nach Deutschland vermittelt, die meisten davon nach Nordrhein-Westfalen. Und hier in der Ellerstraße, oder besser Klein-Marokko, gibt es alles, was das marokkanische Herz begehrt. Sind Sie der Chef? Richtig, herzlich willkommen zum Hammam Sahara Wellness Düsseldorf. Vielen herzlichen Dank. Gerne. Das ist aber sehr nett hier, Mensch. Das ist ein bisschen bescheiden eingerichtet, ne? Ja. So Understatement. Ja, das ist ja, fühlt man sich wie im Ausland. Sie sind jetzt nicht mehr in Deutschland. Okay. Herzlich willkommen in Marrakesch. Cash trifft es ganz gut. Billig waren die Fliesen bestimmt nicht. Das ist Marrakesch, das ist Ägypten, das ist Syrien. Ah, das ist vom Stil her so ein bisschen Marokko, ne? Man kommt hier aber nicht nur her, um das Interieur zu genießen, sondern man... Hammam. Hammam, aber was zu essen. Hammam. Nein, Hammam ist ein arabisches, türkische, persische Badekultur. Hammam bedeutet für die Körper Erholung, Stress abbauen. Stress abbauen wäre eigentlich genau das Richtige für mich. So. Ja. Ich habe auch mal gelesen, dass man so ein bisschen nicht nur den Körper reinigt, sondern auch den Geist. Richtig. Ja? Und wie ist das? Ich hab sehr viel in diesem Geist, das ich gerne gelöscht hätte, gereinigt. Können Sie das wegmachen? Natürlich. Ist heute Frauentag oder Männertag? Ja, heute ist Männertag. Sonst, Sie kommen hier, Sie dürfen nicht reinkommen, weil er ist streng Verbot getrennt. Der Rest der Woche ist nur Frauen. Okay. Und Masseurin auch Frauen. Und bei Männern nur Männer. Männer massieren Männer? Ja. Ah, okay. Sie werden auch von einem Mann behandelt. Schön. Bitte schön. Also, Pierre, Sie bekommen von Herrn Mohammed. Hallo, Herr Mohammed. Naja, wenigstens ist er süß. Bei den Nippeln bitte nicht so lange reiben. Ah, schön. Zuerst machen. Diese Pinik und Cashews. Aber langsam. Das muss man auch mögen, ne? Ja. Da ist Schmusi. Das ist nur eine. Guck mal. Das ist ein Stück von meinem Körper. Ja. Ja. Was ist das? Das Schmusi ist raus. Das ist Stress und alles Müde ist raus jetzt. Das hast du jetzt aus mir rausgezogen? Ja. Und es gibt noch. Guck mal. Guck mal hier. Ja, das ist von deinem Öl hier, oder nicht? Oder der Handschuh ist schon ein bisschen älter. Nein, der noch kommt das. Das kommt alles aus meinem Körper, ja. Gut, ich meine, wenn du natürlich reibst wie ein Wilder, hier mit einem Parkettschleifer, ist klar, da würde bei dir aber auch so einiges Blöckchen aus dem Körper rausgepresst werden. Was ist denn das für eine Stärke für das Schleifpapier da? Ist das ein 60er oder?
Und wie oft macht man das so in der Woche? Bitte? Wie oft macht man das so in der Woche? Mittwoch und Samstag hier. Mittwoch und Samstag? Ja. Das heißt, da geht so viel Schmutz raus durch dieses Schmirgelpapier, dass man im Grunde in dem Rest der Woche gar nicht mehr duschen muss, ne? Ja. Ist noch Haut drauf? Du würdest sagen, wenn noch keine Haut nicht? Schmutz. Du lässt noch ein bisschen Haut, lässt du noch dran, ne? Weil ich habe so empfindliche Knochen. Hier werden Schäume wahr. Riecht gut. Ja. Ich meine, schau nicht du. Du riechst aber auch gut. Ja. Oh. Einen Moment, kannst du Luft ausmachen. Eins, zwei, ja da, Luft aus. Oh, Alter. Oh, jetzt haben wir aber gleich das ganze Kamasutra durch, ne? Ja. Okay. Ich finde, es ist in der Zeit, dass du meine Eltern kennenlernst. Ja? Ja. Okay, bitte stehen. Nee, nee, nee. Macht ihr manchmal so, dass ihr hier so euch in Zeitlupe mit dem Wasser? Macht ihr nicht, okay. Rund 98,7% der Marokkaner sind Muslime, davon 90% Sunniten. Stalagmiten und Stalaktiten gibt's aber auch, zum Beispiel in den Tropfsteinhöhlen Nordafrikas. Wenn man als Mann von vier attraktiven marokkanischen Frauen eingeladen wird, um in die Geheimnisse jahrhundertealter traditioneller Körperkunst eingeweiht zu werden, dann ist man entweder George Clooney oder ich stelle mir darunter gerade etwas ganz Falsches vor. Leila Jasidna Mohammed, Allah Jail Ali. Oh Gott, ist was passiert? War das der Rauchmelder? Oder? Hallo! Hallo! Mädelsabend! Was machen wir? Pyjama-Party? Nein. Gegenseitig die Fingernägel lackieren? Nein. Das ist ein marokkanischer Henna-Abend. Ah, man bemalt sich. Das letzte Mal, als ich bemalt wurde, war ich rotzebesoffen. Das hier ist aber sehr viel schöner. Du bist die Chefin. Ich bin die Sumia. Hallo. Sumia. Damit ist die Frage auch schon geklärt. Sumir oder zu dir? Also zu dir. Zu mir. So, Dings. Was ist denn Henna eigentlich? Henna, das ist eine Pflanze, das ist ein Strauch, der wächst in Asien und in Nordafrika. Ja. Das ist, die Blätter des Hennas werden getrocknet nach der Ernte. Und wenn die schön trocken sind und knusprig, dann werden die im Mörser zu einem Henna-Pulver zermahlen. Und das ist quasi das kleingemachte Henna. Ah, okay, das ist also ein reines Naturprodukt dann, ne? Das ist ein reines Naturprodukt, richtig. Und das ist schon also eine hunderte Jahre alte Tradition dann, ne? Richtig. Was war denn zuerst da, Henna oder das Ei? Fast genauso wie mit dem Ei ist es auch mit dem Henna. Und zwar ist das Henna sehr, sehr alt. Mhm. Es wurden schon Spuren an Mumien gefunden. Das ist quasi das älteste Schönheitsmittel auf der Welt. Und du bist jetzt Henna Montana? Oder bist du wirklich eine Braut? Heiratest du wirklich? Ja. Echt? Herzlichen Glückwunsch. Dankeschön. Ist das überhaupt erlaubt, dass ich als Mann überhaupt hier sein darf bei so einer Zeremonie? Ja, sicher. Heutzutage ist alles etwas moderner geworden und Männer sind auf Henna-Abenden durchaus üblich. Es gibt aber auch viele Familien, die das rein getrennt halten, traditionell halten. Das heißt, es werden nur Frauen zugelassen. Das gibt es auch. Das ist eigentlich sehr unterschiedlich. Gibt es Männer-Henna? Die jungen Männer, ja. Die jungen Männer, ja? Für die, ich habe auch oft Kunden, die möchten ganz gerne Namen haben, Daten haben, ein Tribal mit Henna. Wie lange hast du da jetzt dran gesessen, dran gepinselt? An den Füßen habe ich jetzt fast eine halbe Stunde gesessen. Wahnsinn, das sieht ja aus wie echte Füße, ne? Ach, das sind deine Füße, okay. Und du hast es auch auf den Beinen. Genau, richtig. Ja. Bis wohin ich geht denn das? Ich habe mich bis hier oben. Ah, schade. Mehr zeige ich dir nicht, nein. Ja, mit. Na gut, das ist total schön. Wenn du fertig bist, könntest du mit mir eigentlich weitermachen. Ja, okay. Ja? Was möchtest du denn haben? Das Motiv darfst du aussuchen. Ich vertraue dir da. Okay. Total. So, das Werk ist vollendet. Und was heißt das jetzt? Das heißt, ich bin sehr stark und geduldig. Cool. Steht dir? Irgendwas stimmt hier nicht. Alles perfekt. Stark und geduldig? Stimmt eigentlich. Ich bin sehr, sehr stark, sehr geduldig und sehr männlich. Aber ein bisschen süß bin ich auch. Hoppla! Düsseldorf, Deutschland. Mein Name ist Pierre M. Krause und ich treffe jetzt Samir El Bouazati, den Erfinder des Dabo, einer ultraharten marokkanischen Kampfsportart.
Dabo ist Marokkos erste Kampfsportart mit Islambezug. Ich bin gespannt, ob die nur in Richtung Mekka schlagen. Ich kenne das noch früher von den Backstreet Boys. Die haben so getanzt, glaube ich, oder? Samir? Grüß dich, ich bin Samir. Hi, Pierre. Hallo. Grüß dich. Hallo, Pierre. Hallo, Samir. Das ist, hallo, was ihr hier macht, das ist nicht irgendwie normales Taekwondo, sondern das ist eine im Grunde marokkanisch verwurzelte Kampfsportart. Richtig, richtig. Das ist unser, quasi unser marokkanisches Taekwondo, unser marokkanisches Karate. Dabo heißt auf Arabisch zuzuschlagen. Pam! Das Typische, also neben dem Henna und dem Couscous, ist die Handtechniken im Dabo. Ja. Also ich habe mich darauf spezialisiert, im Dabo halt nur wirklich die Techniken in der Hand zu spezialisieren. Ich muss mich quasi ein bisschen fester machen. Das muss nicht nur wegen der Kamera aussehen, sondern er hat mich richtig fest. Ich muss darauf achten, dass ich echt nur die Daumen noch mal langsam. Ja. Ja. Nochmal für die Kamera noch mal ganz normal. Hier, siehst du das mit meinen Daumen? Siehst du? Das ist mein stärkstes Glied, mein Daumen. Man muss wirklich nur, seht ihr? Nur auf den Daumen aufpassen. So. Genau, das ist schon alles. Das ist Dabo. Zerstöre es, mach es kaputt. Dann machen wir jetzt was kaputt, oder? Scheiße. Das ist Stein, ne? So Beton. Ja, das sieht man. Ja. Sieht man. Genau, also das ist wirklich echt kein Styropor. Samir, vielen herzlichen Dank. Ich habe sehr viel gelernt, unter anderem auch, wie man in Marokko Kies macht. Dankeschön. Ja. Euch viel Erfolg. Ne? Salam alaikum. Tschüss. Die Wüstenszenen vom neuen Star Wars Film Episode 7 sollen übrigens in Marokko gedreht werden. Das hat mir mein Fahrer erzählt. Und der hat mich zur Familie Souidi gebracht. Hallo. Hallo, guten Tag. Guten Tag, Familie Souidi? Ja. Hallo, vielen Dank für die Einladung. Ja, herzlich willkommen. Sie sehen aber toll aus, Sie haben sich ganz schick gemacht. Dankeschön. Ich habe Ihnen was mitgebracht. Das gute Arganöl. Oh, danke schön. Sehr, sehr gerne. Und ihr seid jetzt alle Familie oder wer gehört denn jetzt gerade wohin? Ja, das ist meine Freundin. Ja. Die ist meine Schwester. Ja. Meine Tochter. Okay. Mein Mann. Unsere Bekannte. Ja. Macht ihr sowas wie einen Stammtisch irgendwie, dass ihr euch regelmäßig trefft? Ja, das machen wir, weil da ist Besuch, machen wir Tee, Süßigkeiten. Bisschen Nüsse und so, und dann trinken wir Tee. Und Düsseldorf ist ja schon so ein bisschen marokkanisch geprägt auch durch die vielen Läden auch und so, die es da gibt. Ist das schon so ein bisschen dann wie zu Hause, also wie in Marokko? Ja, ja. Ich kann nicht woanders nicht leben. Andere Stadt. Ich lebe hier, das ist meine zweite Heimat. Deutschland ist die zweite Heimat. So, sag ich, das ist meine zweite Heimat. Wenn ich fliege oder fahre ich nach Marokko, dann nach 4 Wochen, dann muss ich jetzt ab. Ja? Meine Koffer packen und nach Hause. Also Düsseldorf ist die Heimat? Düsseldorf. Ich kann nicht ohne Düsseldorf leben. Wenn jede Integrationsdebatte so ablaufen würde, dann gingen Sandra Maischberger und Anne Will sehr schnell die Themen aus. Alleine sein ist wahrscheinlich ganz selten. Das ist einsam. Ja, ja, richtig. Also bei uns ist Familie das A und O. Ja. Also, egal was passiert, ist immer die Familie hinter. Und deswegen ist es bei uns schön, immer mit der Familie zu sitzen. Weil man kann über alles reden, man kann gemeinsam lachen, gemeinsam weinen. Und gemeinsam rauchen. Ah nee, das ist Tee. Schade eigentlich. Was sagt man? Besaha. Besaha. Was bedeutet das übersetzt ungefähr? Gesundheit. Ja, Gesundheit. Darf er schon Tee? Darf Tee. Ja, okay, hier. Da. Besaha. Man muss das so, das muss aus dem Rachen raus. Besaha. So. Oh, sehr lecker. Sehr süß. Ich dachte, das ist nicht so süß. Also, es schmeckt mir gut. Ja. Couscous isst man mit Hand. Okay. Aber ihr macht es nicht, oder macht ihr das? Manchmal mache ich. Okay. Ja. Also das Fleisch auf jeden Fall bei uns nehmen wir schon mit der Hand so raus. Ja, mit Hand schmeckt es irgendwie leckerer als mit der Löffel. Ja, das ist sehr, sehr lecker. Kochen die Männer auch mal? Manche, ja. Ja, klar. Ja? Ja. Mein Mann macht alles. Ja? Ja. So eine ganz klassische Geschlechtertrennung gibt es dann gar nicht mehr, oder gibt es? Nein, das Mann und Frau, Mann muss Frau helfen, wir arbeiten, die arbeiten zusammen. Mhm. Wir sind ein Team. Ja. Und dieses Team kocht am liebsten traditionelle marokkanische Gerichte. Ich mache Essen fertig. Noch mehr Essen? Tagine, ja. Wie heißt das? Das ist Tagine. Tagine, okay. Ja. Fleisch mit Pflaumen. Pflaumen und Mandel.
Lecker. Das ist typisch Marokkaner. Haut rein, ist genug für alle da. Ja, wir Marokkaner machen immer sehr viel Essen. Sehr viel Essen. Und wir kochen immer viele. Ja, auch wenn es übrig bleibt, egal. Ja. Kann man ja am nächsten Tag noch essen, wenn es übrig bleibt. Ich schmeiß ja nicht weg, oder? Kann man ja einfrieren. Eigentlich nicht. Ja. Wollt ihr eigentlich abessen? Dann kommen wir nicht mehr. Ist es eigentlich unhöflich, auf den Mund zu fahren, wenn man es nicht möchte? Nein, bei uns nicht. Eigentlich nicht. Wenn man zur Familie gehört, ist es nicht unhöflich. Also, das war die ganze Familie. Ich finde das super lecker. Es bleibt noch ein bisschen. Wie geht's zum nächsten Drehort? Und bereit schon mal alles vor, irgendwie einleuchten und so, was man so machen muss, so Fernsehsachen. Hm? Ich komme danach mit dem Taxi. Wo mache ich denn den Dattelkern hin? Taxi ist natürlich totaler Quatsch. Ich fahre wie immer in einer dieser im Studio voraufgezeichneten Sequenzen, in denen ich so tue, als hätte ich einen Führerschein. Zwischen Marrakesch und Düsseldorf liegen zwar 2500 Kilometer, aber kulturell liegt das dichter beieinander, als man denkt. Bei den Musikern, die ich jetzt besuche, war ich mir zunächst nicht sicher. Super angesagte Hipsterband aus Berlin-Mitte oder traditionelle Folklore-Kapelle aus Marokko. Toll! Vielen Dank, dass ich mit dieser spontanen Jam-Session dabei sein durfte. Toll. Wie ist denn der Name eurer Band? Wie heißt ihr denn? Wie heißt die Band? Heißt Kamerakia Düsseldorf. Ja, Düsseldorf habe ich verstanden. Was heißt das Wort davor? Kamerakia ist ein traditionelle Musik. Einfach so angefangen in Marrakesch. Ja. Und da hat eine Name von Ketikat. Von Ketikat? Ketikat heißt er. Ach so, das Ketikat. Ist ganz genau aus Marrakesch. Das und ist aber nicht der Slogan-Song für eine Katzenfutterfirma. Nein, das ist so typisch auch genauer Musik. Genauer Musik. Wer genaueres wissen will, kann ja im Internet nochmal nachschauen. Wo spielt ihr denn? Wo tretet ihr auf? Also kann man euch für eine Hochzeit oder einen Geburtstag buchen oder gibt es nur bestimmte Anlässe? Marokkanische Hochzeiten. Ja? Ja, und da hat man auch viel Spaß damit zu tun. Also eigentlich, weil da sind nur Marokkaner. Da gibt es auch Deutsche, klar, aber was wir singen, verstehen das nicht, aber wir singen nur marokkanisch. Dann habt ihr noch ein bisschen getanzt, du hast getanzt. Das war auch ein bestimmter Tanz oder war das Freestyle, so Breakdance-Freestyle? Can't touch this. Can't touch this. Jeder Lied hat auch eine bestimmte Tanz. Ah, okay. Genau. Und das geht dann auch um Tanz. Man spielt sich bekifft und dann sucht man sich eine aus. Ja. Das war vielleicht damals, kann sein. Ja. Aber ich freue mich jetzt, ich bin auch selber ein Gnaui. Es ist nicht so ganz, aber ich rauche nicht. Und ich will meinen Spaß einfach mit den Hajo zu spielen, ja, oder was anderes. Du hast Muscheln auf dem Kopf, ne? Ihr habt ja auch sehr lange Trompeten, dieser Ruf eilt euch voraus. Und das ist genau was für mich. Kann ich da vielleicht mitmachen? Ja, gerne. Wir haben, das machen wir im Esauer. Und ja, kannst du gerne mit uns auch was mitspielen? Ist auch eine super Idee. Okay. Klar, bin ich dabei. Wer jetzt denkt, hier handelt es sich um eine Gruppe bekiffter Nikoläuse, die auf einer Vuvuzela Songs von Scooter rückwärts spielen, der, also mir gefällt's. Vielen Dank. Wie heißt man denn, wenn man Mitglied ist bei euch in der Band? Was ist man dann? Ein? Kann man auch Musiker sagen. Ein Musiker, sehr gut. Ich bin jetzt Musiker. Ich bin in der Band. Das ist kein gewöhnliches Blasinstrument, ne? Was ist das? Nafar. Nafar. Ja. Genau. Kann ich das auch mal probieren? Da ist noch eine frei. So. Hat ja gar keine Löcher wie eine Flöte, ne? Muss man nur reinpusten. Nein. Oh, Entschuldigung, ich hatte. Also warst du? Okay, sorry. Wir haben gerade scharf gegessen. Weißt du? Puh, so. Elefant. Das ist ein Elefant hier. Ich hab ein bisschen die Kamera angespeichelt, das tut mir sehr leid. Ich habe aus Reflex erstmal dran gezogen, vom vielen Shisha-Rauchen, weißt du? Na also, jetzt bin ich marokkanischer Folkloremusiker. Dann bis zum nächsten Mal. Euer Johnny Marrakesch.